Jungle quälen Jeni, die Ex-Busch-Könige gratulieren zum Sieg. Von der unsicheren vermeintlich Verliererin zur strahlenden Gewinnerin. Jennifer Frankhauser, 25, kam im Dschungelcamp am besten mit Hunger, Ungeziefer sowie den anderen TV-Bekanntheiten zurecht und wurde von den Zuschauern zur Busch-Queen ernannt. Verdient, finden auch Jungle Jenis Vorgänger. Und die gratulierten der Kakerlaken-Bezwingerin jetzt schon auf ihren Social-Media-Kanälen zum Sieg. Der Urwald-King der vergangenen Staffel, Mark Dancy, 39, war sich seiner Pflicht bewusst und gratulierte seiner Nachfolgerin unmittelbar nach dem Sieg in einem süßen Facebook-Video. Vom letzten Dschungelkönig an Jeni, herzlichen Glückwunsch. Ich war auf deiner Seite in den letzten Folgen und dachte mir, du würdest eine gute Dschungelkönigin sein. Ich freue mich für dich, grüßte er aus dem Tourbus. Damit ist Jeni auch die erste Frau der Urwald-Thronfolge nach Maren Gilzer, 58, im Jahre 2015. Die Vorgänger-Queen gratuliert natürlich prompt auf ihrem Instagram-Account. Herzlichen Glückwunsch an Jeni. Endlich gibt es wieder eine Dschungelkönigin. Und auch Königin Melanie Müller, 29, war begeistert von der erneut aufgeflammten Tropenfrauen-Pova. Jeni, du bist die Größte und endlich hat mal wieder eine Eier bewiesen, schrieb sie auf Facebook. Findet ihr auch, dass Jeni eine würdige Nachfolgerin ist? Ja, total. Sie hat eine tolle Entwicklung gezeigt. Naja, ich war eher für einen anderen Finalisten.